Da ist der Hurensohn. Komm mal her, du Fisch. Oh, geil. Alter! Alter, der benutzt doch bestimmt Hex. Alter, raus. 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 Flugzeug abgebrannt. Juhu, toll. Der benutzt doch bestimmt Cheats, Alter. Wie kann man eigentlich in so kurzer Zeit so viele Schüsse abgeben? Habt ihr das gesehen? Oh, Alter, was ist das für einer? So ein Hurensohn. Der benutzt auch Hex. Ich treffe den Ficker einfach nicht. Was ist denn? Jo, genau, genau. Was ist das denn? Haben wir wieder Scharfschützen im gegnerischen Team? Ja, jo, klar. Klar, Jungs, klar. Der Feind hat die Initiative. Der Feind ist ein reiner Hacker. Ist ein reines Hacker-Team. Ohne Witz, zieh dir das an. Zieh dir das rein. Hacks! Hallo Leute, Raptor HD begrüßt euch recht herzlich zu meinem dritten Let's Play War Thunder Online Action. Und zwar diesmal wegen den Booten, die hier auf der Karte seltsamerweise nicht verzeichnet sind, zusammen mit dem Swordfish Mark 1. Es ist immer noch derselbe Tag, ich wünsche mir immer noch einen Kollegen, mit dem ich aufnehmen kann, aber den werde ich heute Abend nicht finden. Ich versuche mal was zu erreichen. Wenn das funktioniert, dann... Oh, scheiße. Und jetzt. Da hinten sind die Boote. So, ich bin geladen und feuerbereit mit einem Torpedo. Ich mache das nicht extra nur wegen dem Torpedo. Also so, das wäre noch schlimmer. Nein, ich mache das einfach, weil ich gerade Lust darauf habe, dieses Spiel hier aufzunehmen. Hinter mir ist der Typ in der Kanzel. Ich habe irgendwie kein Bombenabwurfsicht, was natürlich ziemlich scheiße ist. Besonders hier mit so einer Swordfish. Ich freue mich vor allem, wenn ich meine Wellington bekomme, weil die kann ja auch hier Torpedos abwerfen. So, jetzt halt aber. Komm schon. Gib Gas, gib alles! Swordfish 300 Stundenkilometer. Hey, such a feeling. Ich glaube, das funzt nicht lange. Das funzt nicht mehr. 307 Stundenkilometer bin ich da in einer Woche oder in zwei. Ja, dazu, dass die ganzen Lags von den feindlichen Truppen mich dann auseinanderreißen. Für alle, die es nicht wissen, Lag ist ein russisches Kampfflugzeug. Ziemlich gut in diesem Spiel gemacht. Jetzt kommt auch noch so eine MiG-3. Ajo! Ajo, läuft doch. MiG-3. A6K, oh Gott, das schaffe ich nicht. Ja, zu hoch, um Bomben abzuwerfen, merkt man gerade. Hallo, wo ist eigentlich hier meine Zielsicht? Ich hatte doch mal hier so einen Knopf, wo ich einfach mal Leute anvisieren konnte. Hatte ich den mal? Den hatte ich doch mal. Aber ich glaube, das war nicht der hier. War das der hier? Ah, das war der. Okay, ich hab's wieder. Ich hab's wieder. Ich hab mich wieder eingefunden. Weil mit der Blenheim, da hat man einfach... Da bist du hingegangen, was geht ab? Und dann hast du die Ziele gesehen und hast abgeschossen. Aber das habe ich irgendwie schon die ganze Zeit so gemacht. Jetzt aber hier kriege ich meine Ziele nicht drauf. Fail. Okay. Versuchen wir es einfach. Ich muss hier die ganze Zeit gegendrücken, um meinen Kurs zu halten, weil das irgendwie starker Wind oder so ein Scheiß. Gut gemacht auch wieder. Hier diese Kreidefelsen, oder was ist da unten? Was ist das? Bienenschwärme unter Wasser? Ja, kenne ich nicht. Auf jeden Fall, Wassereffekte und so sind relativ gut gemacht. Also, wirklich Chapeau vor dem, der dieses Spiel entwickelt hat, oder vor der Gruppe, die dieses Spiel entwickelt hat. Ich glaube, Gajin oder so heißen die. Keine Ahnung, irgendwas Russisches. So, okay. Boah, die ballern ja. Scheiße. Zu hoch für Abwurf? Zu hoch für Abwurf? Den Teufel. So, mein Freundchen, jetzt hast du geschissen. Denn ich hab dich verfehlt. Nein, nein, nein.
Das darf nicht sein. Mein Torpedo hat verfehlt. Heilige Scheiße, ich bin getroffen. Eine Minute noch. Alter, ballert da einer? Ja, natürlich ballert da einer. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht, mein Freund. Das überlebe ich nicht. Ich baller jetzt einfach mal auf dieses Schiff, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Ach, da ist der Hurensohn. Komm mal her, du Fisch. Oh, geil. Alter! Alter, der benutzt doch bestimmt Text. Alter, raus. 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 Raus, raus. Flugzeug abgebrannt. Juhu, toll. Der benutzt doch bestimmt Cheats, Alter. Wie kann man eigentlich in so kurzer Zeit so viele Schüsse abgeben? Habt ihr das gesehen? Alter, ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, den zu melden. Aber nein, das mache ich nach der Aufnahme. Wenn ich mir jetzt hier... Gehört sein, konnte ich den aufnehmen. Also ich habe Beweismaterial. Ja, und jetzt, mein Freund, jetzt bist du richtig am Arsch. Ich habe Beweise, ich habe ein Video, ich habe 5 Zuschauer, das reicht locker, um dich aus dem Verkehr zu ziehen, du Hacker, Alter. Naja, okay. Tja, dann würde ich das mit der Blenheim noch einmal versuchen. Ich freue mich schon drauf, ich glaube, ich muss in Dogfight-Mode, ansonsten bringt mir das Ganze nichts und jetzt kann ich irgendwie meine Sicht nicht mehr ändern. Oh Gott, fängt ja toll an. Spielen bereits 5 Minuten, so knapp. Naja, und wenn ich jetzt das Wasser treffe, habe ich natürlich mit dem Bomben verkackt. Wieso ballern die Vögel auf mich? Achso, da ist einer. Da ist einer. Achso. Naja, okay. So, okay. Wir verlieren irgendwie. Ne, die feindlichen Truppen verlieren irgendwie. Bleibt bei uns. So, Tempo verringern? Nö, garantiert nicht. Da kommt Lukas 97 mit seiner P36, der pustet mir wahrscheinlich den Arsch voll. Das ist doch derselbe, der gerade auf uns gefeuert hat mit seinen Hans-Cheats, whatever. Naja, der hat uns auf jeden Fall... Nee, das war er doch nicht. Tschüss, mein Freund. Ich habe total verfehlt. Ich habe doppelt verfehlt. Okay, das war's dann mit Schiffen. Tschüss, Schiffe. Ihr könnt mich mit. Ich gehe jetzt wieder auf bewegliche Ziele. Was ist hier? Nur, dass komischerweise deren Flak-Einheiten von den Schiffen irgendwie voll gut sind. Also ziemlich besser als alle anderen unbeweglichen Flak-Einheiten. Warum ballert der? Ach, weil da weder der Hacker kommt oder was. Oh, Alter, was ist das für einer? So ein Hurensohn. Der benutzt auch Hex, oder was? Ballert den doch mal den Arsch ab. Ballert den Arsch ab. Ballert den Arsch ab. Oh, scheiße, das wird so nichts. Okay, ich muss ausweichen. Baller du doch mal. Jawohl, wir haben ein Leck. Wir haben ein Spritleck. Treibstoff geht alle. Mein Flügel ist am Arsch. Ich habe 2 Bomben, aber die bringen mir irgendwie nichts. Ach du Scheiße. Pilot ausgeschaltet. Das war's denn wohl. Benutzen die jetzt alle Hex oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Na okay. Dann werde ich wohl in den Dogfight gehen, in den richtigen Dogfight zurück und mit meiner Hurricane dazu schlagen. YOLO, mach mal doch. Wenn ich das überhaupt noch kann. Also ich suche mir mal das nächstbeste Flugzeug, was irgendwo in der Nähe umschwirrt und flattert. Nicht gerade allzu gut ist. Ja, irgendwie gleicht sich das so langsam wieder aus, weil wir haben nur noch 17, die Feinde haben nur noch 14 Panzer. Aber unsere Panzer gehen irgendwie schneller schwinden als die freundlichen. Das liegt vielleicht daran, dass dieser Hacker da unten rumballert. Alle irgendwie sind heute alle Hacker in meinen Augen. Ich verstehe es auch nicht. Naja, was soll's.
Okay, ich pack mir mal diese HE da unten. Kampf ich mir. Boah, Alter, Vollbremse. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich schon. Das schaffe ich nicht. Wenn sich jemand wundert, warum sich bei vielen Kampfspielen, besonders in der Luft, so der Bildschirm verdunkelt, das ist so, das passiert in der Realität auch. Das heißt, wenn ihr mit einem Segelflugzeug jetzt nicht, aber mit einem echten Flugzeug zu hart an der G-Kante bist, dann kommt es zu so einem Blackout. Das hier ist Blut vom Kopf aus runter in die Beine zieht und dass du so auf einmal nur noch schwarz siehst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Typ ballert auf mich. Nee, das geht überhaupt nicht. I can't see shit, bitch. Ah, der Typ hat's also doch noch auf mich abgesehen. Party hier. Ah, ich glaube, ich werde gleich so in den Armen verfolgt. Nee, ich glaube, das geht nicht mehr. Fail. Gott. Er war jetzt zumindest mal einmal getroffen. Weiter so! Und dann können wir siegen! Ah, Gott. Die Hurricane ist jetzt auch ultra modifiziert. Ja, ultra jetzt nicht, aber ein bisschen. So, dass ich zumindest mal besser schießen kann, was hier deutlich nicht zu sehen ist. Jetzt klemmt wieder meine Waffe. Ich bin so begeistert. Aber dafür kann ich besser auf Kurven ziehen. Und so. Seht ihr das? Wenn ich hier dran bin. Aber wie ich einfach mal mein Ziel nicht treffe, ne? Jetzt klemmt die Waffe. Nein. 9 Sekunden warten. 9 Sekunden blanker Horrorverfolgung der Wildcat hier. Aber einfach mal dranbleiben, ne? So, jetzt hab ich dich. Jetzt kommt der Kerl, schön. Ficker, das soll ich. Ey, fick den doch mal einfach. Alter. Junge Mann. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich treff den Ficker einfach nicht. Was ist denn? Jo, genau. Was ist das denn? Haben wir wieder Scharfschützen im gegnerischen Team? Ja, jo, klar. Klar, Jungs, klar. Der Feind hat die Initiative. Der Feind ist ein reiner Hacker. Ist ein reines Hacker-Team. Ohne Witz, zieh dir das an. Zieh dir das rein. Alter, instant down. Wie kann man denn bitteschön in diesem Spiel instant abgeschossen werden? Das geht nicht. Solche verfickten Adolf Hitlers. Solche Leute gehen einem echt auf den Sack. Scheiß Gott, behinderte Cheater. Junge Mann. Das lief ja schon mal scheiße. Bis jetzt. Jawohl, das war's dann voll. Tja, okay. Nicht so toll gelaufen. Andere Schlachten wie Stalingrad finde ich da deutlich besser. So, 12, 13 Minuten geplayt. Oh, ich bin zweitletzter. Oh, mein Gott. Ich kann mich nie wieder vor der Kamera blicken lassen. Ohne Witz, das ist zum Kotzen. Ja, bei der Wellington läuft. Im Übrigen, das Gelbe ist das, was wir an Erfahrungen jetzt gesammelt haben. Und ihr seht, bei mir läuft richtig. Momentan. Also, Orange ist das, was wir bisher haben. Und Gelb, dieser ganz, ganz kleine Ding da. Das war ich gerade in dieser Schlacht. Also es wird noch etwas dauern, bis ich hier meine süße kleine Wellington habe. Bis dahin mache ich mit meinem Mega-Bomber Blenheim weiter. Ja, und dann würde ich sagen, war es das schon mal vom dritten Teil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Raptor AD, auf Wiedersehen.